Herzlich willkommen bei Elixier Rechtsanwälte Frankfurt am Main. Wir machen die Fortsetzung zum Thema, wie werde ich Model? Wieder bei uns zu Gast und wieder ein großes Dankeschön, Irena Simic. Sie erklären uns heute, wie werde ich Model, worauf habe ich zu achten, wie bewerbe ich mich richtig bei einer Casting- oder einer Modelagentur. Fangen wir damit an. Sie hatten in dem ersten Beitrag ja sehr schön erläutert, was der Unterschied zwischen einer Castingagentur, einer Modelagentur seriös, unseriös ist. Heute habe ich also, nehmen wir mal an, ich wäre das Model, habe ich beschlossen, ich möchte mich bei der Agentur bewerben. Wie gehe ich vor? Also du solltest auf jeden Fall die Websites der Agentur anschauen. Gibt es da Inhalt, gibt es da Hinweise, dass es diese Agentur schon länger gibt, oder ist es eine, die sich vielleicht nach einem Jahr verabschieden wird? Und wenn du da einen guten Eindruck hast, dann kannst du gerne per E-Mail dich bewerben. Es gibt auf vielen Agenturen auch Bewerbungsformulare, die füllst du aus und schickst im Anhang ein paar Fotos von dir selbst, reicht 5. Schickst du an diese Agentur und versuchst abzuwarten, bis diese Agentur sich bei dir meldet, denn Agenturen haben bis zu 5 Bewerbungen am Tag ungefähr. Dann, wie sollen die Fotos aussehen? Da könnte ich sehr, sehr ausführlich Rat geben, denn da gibt es viele Fehlerquellen. Ja? Müssen das gleich professionelle Fotos sein? Das heißt, muss ich zu einem Fotografen gehen? Nein, also da reichen absolut aus, wenn du selbst zu Hause vielleicht mit Hilfe eines Freundes Fotos von dir machen lässt. Ganz schlicht von einer hellen Wand mit einem schönen Licht. Und die dich ganz ehrlich und unretuschiert von allen Seiten zeigen. Ohne Sonnenbrille, ohne übertriebene Accessoires und ganz wichtig, bekleidet, nicht im Bikini gleich Fotos schicken, sondern schlicht gekleidet, die deine Gestalt zum Vorschein bringen, ja, aber schlichte und natürliche Fotos sind ganz wichtig für mich. Aber kann das denn sein, wenn Sie jetzt empfehlen, schlichte Fotos zu machen? Das ist ja fast wie ein Passfoto, was ich einreiche. Wäre das das Richtige? Also ein Passfoto wäre ein bisschen wenig. Sollte das Gesicht von allen Seiten zu sehen sein, okay. Rechts, links im Profil, der Körper bis zur Hüfte und die ganze Person im Stehen, damit man sich einen Eindruck machen kann. Dann schreibst du an die Agentur Daten über dich, wie Geburtsort, Wohnort, wie erreichst du... Darf ich nochmal zu den Fotos kurz zurückkommen? Ja, gerne. Geschminkte oder ungeschminkte Wahrheit? Ein ganz natürliches Make-up. Also ich reagiere allergisch auf zu stark geschminkte Frauen. Es gibt sogar Männer, die sich zu stark schminken. Ich reagiere allergisch auf gezupfte, überzupfte Augenbrauen oder auf allzu crazy Frisuren. Es sei denn, man ist ein tätowierter Menschentyp, der vielleicht durch seine Craziness auffallen will. Das gibt's auch. Aber als Agent muss ich einfach erstmal wissen, wie sieht der Mensch natürlich aus. Das heißt sozusagen die ungeschminkte Wahrheit präsentieren. Ganz genau. Ja, okay, gut. Wenn ich also die Fotos gemacht habe, was will eine Agentur noch von mir alles wissen? Also wie kann ich dich erreichen? Was hast du für Hintergründe? Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal gemodelt oder bist du wirklich ein blutiger Anfänger? Beides ist möglich. Dann gibst du einfach an, bist du in Ausbildung, studierst du was, hast du einen Beruf? Und wie kann ich dich zurückerreichen per E-Mail? Darf ich dich anrufen? Das ist ganz wichtig. Und du siehst wieder, ich gebe sehr viel Daten von mir preis. Deswegen halte die Fotos in einem kleinen Format. Ach, das heißt keine große Auflösung, sondern auf kleine? Auf keinen Fall. Okay. Also wenig, kleines Format, das reicht. Okay, muss ich denn angeben, wie viel Zeit ich für das Modeln habe? Ist das erforderlich? Stellen wir uns mal vor, ich würde mich bei Ihnen bewerben als Model und möchte das erstmal nebenberuflich machen. Ganz muss ich dann angeben, ich kann beispielsweise nur nachmittags von 16 bis 18 Uhr, also nach Feierabend bis kurz vorm Abendessen oder sowas. Ist das erforderlich oder welche Daten braucht ein Agent noch, damit ich mich möglichst gut platzieren kann? Also wenn du das Zeug hast zu dem Model, das heißt also, dass du in dieser Fashion- und Beauty-Szene beginnen kannst, da legt der Agent sehr viel Wert drauf, dass du sehr gut zeitlich verfügbar bist. Das können manchmal Studenten während ihrem Studium beginnen. Die Models beginnen sowieso in dem Alter um 18. In Deutschland ist es zwischen 17 und 18. Da muss man wirklich auch mit der Schule, mit den Eltern das besprechen, ob man darf. Und alles, was jetzt bei uns in der Castingagentur, haben wir alle Altersgruppen von Jugendlichen bis Senior Models. Da sind die meisten Menschen berufstätig zu der Zeit. Das macht aber nichts, denn du kannst als Casting-Model mit vielleicht 3, 4, 5 Aufträgen im Jahr rechnen bei einer Agentur.
Das bedeutet, diese Tage kannst du dir Urlaub nehmen. Und okay, das heißt also... Ich muss nur wissen, bist du berufstätig oder bist du Freiberufler? Ja. Freiberufler sind meistens etwas flexibler. Das ist schön. Weil die eigene Terminseinteilung vornehmen aber können. Aber du musst nicht immer Zeit haben, das ist Quatsch. Ist es eine Überlegung wert, wenn ich nebenberuflich anfangen möchte mit dem Modeln, dass ich erst bei einer Castingagentur anfange und dann schaue, reicht es denn überhaupt fürs Modeln? Das heißt für größere Aufträge und Ähnlichem. Ist das ein denkbarer Weg? Das ist eine gute Idee. So hat es bei vielen geklappt. Also ich könnte da ein paar Beispiele nennen. Die haben tatsächlich bei uns in der KGB-Casting-Agentur begonnen und sind dann irgendwann später durchgestartet als internationale Models. Ja, das gibt's. Also das ist eigentlich recht guter nebenberuflicher Einstieg als Model. Ja. Wir hatten gesagt gehabt, wir brauchen Fotos, wir brauchen ein paar private Hintergründe und Daten. Was muss ich noch beachten, wenn ich mich bei einer Agentur bewerbe und jetzt als blutiger Anfänger beginne? Ja. Muss ich einen Lebenslauf beifügen, damit die wissen, welche Kenntnisse ich habe, weil es vielleicht für Werbeaufträge von Interesse ist? Also interessant sind für uns Fähigkeiten sportlicher Art. Kannst du tanzen, kannst du singen, kannst du irgendwas performen? Das wird gern genommen, denn jeder, der sich für die Bühne berufen fühlt, der ist da auch gerne gesehen, weil viele Aufträge sollst du ja auch irgendwas tun, was können, was vorführen können. Und da habe ich vielleicht schon eine 8 drauf, ja. Mhm. Aber man kann es tatsächlich auch ohne besondere Skills bei uns probieren. Okay, reichen Fotos oder sollte ich auch einen Video-Ausschnitt von mir in meiner Bewegung der Bewerbung beifügen? Heutzutage sind tatsächlich viele Aufträge, Bewegtbild-Aufträge, also vor die Videokamera. Mhm. Da wird die Agentur immer individuell zum Auftrag von dir ein Video sehen möchten. Also der Kunde vielmehr möchte es sehen, ja, wie der Mensch in Bewegung ist. Du kannst, wenn du gut vorbereitet bist, das auch direkt bei deiner Bewerbung anfügen. Finde ich eine gute Idee. Mhm. Eine halbe Minute reicht da vollkommen. Jetzt ist ja eigentlich jeder heutigen Tags in den sozialen Medien unterwegs, sei es Facebook, Instagram, Snapchat oder Ähnlichem. Mhm. Warum muss ich eigentlich das alles beifügen, wenn ich das beispielsweise auf Instagram alles habe? Reicht da nicht die Mitteilung von meinem Instagram-Account? Jetzt kommen wir zum Unterschied. Online-Agentur, reine Online-Agentur oder eben Betreuung durch einen Agenten. Also in meiner Kartei kenne ich die Leute persönlich und kann meinen Kunden individuell Menschen vorschlagen, die besondere Fähigkeiten haben oder die ich für geeignet empfinde. Mhm. Und wenn du nur über Social Media an Aufträge herankommst, weißt du nicht genau, klappt das auch. Ja? Ich hatte das ein bisschen anders gemeint. Wenn Sie Instagram und Facebook sozusagen als Vermittlungsplattform sehen, verstehe ich das. Nein, ich meinte es um die Fotos und Filme, die ich selber hochlade bei Instagram. Reicht das nicht, wenn ich diesen Instagram-Account sozusagen der Agentur mitteile? Dann können ja die Bilder, die dort hinterlegt sind, angeschaut werden und dann eine Beurteilung vorgenommen werden. Das ist auch eine Möglichkeit. Allerdings ist der Agent leicht überfordert, wenn er sich erst durch viele Websites klicken muss, um von dir realistische Bilder zu bekommen. Denn manchmal sind ja auf Instagram auch deine Freunde. Die wollen wir nicht sehen, wir wollen auch nicht deine Hunde sehen, sondern wir wollen tatsächlich am liebsten 5 bis 6 speziell für die Castingagentur Bewerbungsfotos sehen. Und die sollst du selbst zu Hause privat von dir machen. Also da brauchst du keinen Fotograf. Auch keinen Profi-Fotograf? Muss nicht sein, nein. Also nicht für die erste Bewerbung, denn vielleicht versuchst du es ja bei mehreren Agenturen. Wenn ich jetzt mich bei Agenturen bewerbe, ist das schlimm, wenn ich mehrere Agenturen kontaktiere? Sollte ich möglichst viel kontaktieren? Wie ist das beste Vorgehen, um mich in irgendeine Agentur einzubringen? Ganz wichtig, würde ich sagen, ist, dass du in deinem Umkreis, wo du lebst, dich bewirbst. Dass du nicht allzu weite Fahrten auf dich nimmst. Du kannst natürlich von Frankfurt aus dich in Hamburg bewerben oder in München oder in Berlin, wo sowieso der Bär steppt. Aber ich würde es erstmal im Umkreis empfehlen, denn du möchtest ja auch mal persönlich dich vorstellen und in Kontakt treten. Du kannst gerne innerhalb eines Umkreises, also in einer Stadt, 1 oder 2 Agenturen haben, aber keine Agentur wünscht, Models zu vertreten, die ihre Fotos und ihre Daten in alle Agenturen geschickt haben, denn da entsteht eine Konkurrenz und ein Preisdumping. Okay, jetzt sozusagen zum Abschluss kommend, wenn ich mich bewerbe und bei vielen mich beworben habe, es hingeschickt habe und jetzt antworten beispielsweise 3 oder 4 Agenturen. Ja.
Woran erkenne ich denn, welche eine gut zahlende Agentur ist und wo es sich lohnt, eher einzusteigen, wenn das Interesse da ist? Sollte ich alle ausprobieren und dann sehen, wie es ist? Oder wie ist das beste Vorgehen für mich als zukünftiges Star-Model? Ja, persönlicher Kontakt ist da ganz wichtig. Du musst dir einfach ein gutes Gefühl verschaffen. Du gehst zu dieser Agentur hin, du wirst eingeladen, lernst die Bookerinnen kennen. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich im Internet zu erkundigen. Gibt es Models, die in dieser Kartei schon gelistet sind, können die dir raten, sich da zu bewerben. Andererseits ist das, Aufträge zu bekommen, große Glückssache auch oft. Denn du musst dir vorstellen, für einen Kundenauftrag bewerben sich, muss der Agent mindestens ein Dutzend Gesichter vorstellen. Also wenn ein Casting-Typ gesucht ist, schlage ich mindestens ein Dutzend ähnliche Menschen vor, die für diesen Auftrag in Frage kämen. Und da gehört eben auch Glück dazu. Okay. Ja. Dann wollen wir das auch für diesen Teil auf sich bewenden lassen. Ich hoffe, die Informationen haben dir geholfen. Die Fortsetzung unserer Beitragsserie zu dem Thema Wie werde ich Model kommt. Also bleibe dran, like den Beitrag und für jede Empfehlung auf Social Media oder sonstigen Kanälen sind wir dankbar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.